Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute schauen wir uns den Vollmond an, der am 22. Juni im Steinbock stattfindet. Wir hatten ja gerade am 20. jetzt den Sommerbeginn, also die kürzeste Nacht des Jahres und der Sommer ist ja wirklich sehr plötzlich hereingebrochen, wie man auch sehen konnte dann am Horoskop, dass ja quasi der Pluto direkt am ersten, also im ersten Haus war, also direkt am Aszendenten. Und das bedeutet ja oft einmal irgendetwas schnell und unerwartet. Und dieser Wechsel zwischen extremen Regen und extremer Hitze passt da meines Erachtens nach ganz gut dazu. Aber zum Vollmond im Steinbock. Zuerst möchte ich mal ein bisschen was über den Steinbock sagen. Der Steinbock an sich ist ja das Prinzip des über das Individuum herausgehens. Das heißt, ein Steinbock steht für Gesetze, steht für Regeln, die für alle verpflichtend sind und sieht nicht so das Individuum als Gegenpol quasi zum Zeichen Krebs, wo es ja um deine Gefühle, dein Empfinden geht, sondern möchte für alle bestimmende Regeln und Normen schaffen. Und ein Vollmond im Steinbock bedeutet ja einfach nur, dass der Mond da am weitesten weg ist von seinem Heimathafen, nämlich dem Zeichen Krebs, und deshalb so im sogenannten Exil steht. Und die Sonne ist ja im Krebs jetzt drinnen. Wir sind ja quasi bei einem Vollmond in der Opposition. Und Sonne im Krebs beleuchtet natürlich ganz stark das Empfinden, die Gefühle. Und in diesem Spannungspunkt findet quasi dieser Vollmond statt. Und dieser Mond ist jetzt nicht nur alleine im Steinbock interessant, sondern er ist auch noch geladen. Und zwar hat dieser Mond eine Opposition mit der Venus. Das heißt, die Sonne-Venus-Konjunktion, das ist natürlich der Flirt, die Romanze. Man möchte sich ausdrücken, man möchte aufmachen, man möchte sich wieder ja, begegnen und treffen. Natürlich, wie gesagt, unter einem starken romantischen Genussaspekt auch das Ganze. Und der Mond lädt aber dazu ein, eher zu fragen, was ist wirklich notwendig, was brauchst du nicht. Und so ist ein Mond im Steinbock, das heißt, die eigenen Gefühle, das Individuum, ja, wird eingeschränkt, damit eine Gesellschaft funktionieren kann, ist natürlich ein Brennpunkt in einer Zeit, wo es um das Pride Month geht, wo es darum geht, das Individuelle auszudrücken und möglichst laut herauszuschreien, ist das eigentlich der Gegenpol dazu. Das heißt, es gibt nicht so dein persönliches Empfinden ist nicht so wichtig wie das gesellschaftliche. Ein Bild ist einfach, niemand mag wahrscheinlich Steuern zahlen oder findet das besonders sexy, aber das gehört halt einmal dann dazu. Das ist eine Regel, egal wie du das empfindest, das ist eine Regel, damit gewisse Dinge funktionieren. Also das ist so Prinzip Steinbock. Und das Steinböckische an sich möchte auch sich selber zurücknehmen. Das möchte nicht so ansammeln wie der Krebs. Der Krebs möchte Erlebnisse ansammeln. Der Krebs möchte Empfindungen, Gefühle sammeln, Eindrücke sammeln. Der möchte beeindruckt werden und der Steinbock selber sagt dann wieder, wie mache ich zu? Wie lasse ich mich nicht so stark beeindrucken? Wie miste ich eher aus? Und darum ist das auch eine sehr, sehr gute Zeit und ein sehr guter Aufruf, persönlich Inventur zu halten. Also einfach mal zu schauen, was brauche ich jetzt in meinem Leben, was brauche ich nicht in meinem Leben, was ist wirklich notwendig, wo ziehe ich womöglich noch etwas mit, was ich nicht benötige. Steinbock hat auch eine starke Analogie zum Ahnensystem hin. Das heißt, es ist auch eine Zeit, wo die Sonne eigentlich mit Krebs im inneren Kind ist und der Steinbock noch einmal auf Transformation, nicht auf Transformation pocht, aber auf Inventur pocht und natürlich auch einlädt, sich mit Ahnenthemen auseinanderzusetzen. Also auch die Frage eben noch einmal, was ist wirklich nötig, was trage ich da noch mit herum, was hat sich vielleicht über die Zeit schon abgenützt. Der Steinbock wird ja durch das wassermännische Prinzip dann wieder aufgelöst. Also der Steinbock eröffnet erstens einmal diesen überpersonellen Quadranten im Horoskop und wird dann durch die wassermännischen Ideen wieder
wieder aufgelöst, wo er jetzt gerade auch der Pluto drinnen steht. Zwar rückläufig, der ist gerade wieder auf dem Weg in den Steinbock zurück, aber wo eben der durch Pluto eine gewisse Dynamik reinkriegt. Und wenn man sich das anschaut, dann wirkt dieser sehr wassermännische Pluto gerade in einem Trigon auf den Jupiter hin in Zwilling. Das heißt, wir haben schon so eine Dynamik, wo man sagen könnte, okay, übertriebener, vielleicht ein bisschen so übertriebener Optimismus, Individualismus, oder auch immer dieses zu weit sich ausdrücken wollen, zu weit das Individuum ausdrücken zu wollen, ist auch nicht gesund. Und da sind wir dann bei dem Thema der verlorenen Grenze. Und diese verlorene Grenze, nämlich der Saturn, der irgendwie ausgegrenzt wird, den man nicht so haben möchte, man möchte sich nicht einschränken, ist natürlich in jeder Hinsicht ungesund. Denn wie du weißt, zu viel von etwas ist immer schlecht, auch zu viel vom Guten ist im wahrsten Sinne des Wortes zu viel des Guten und deshalb auch negativ zu verorten. Das bedeutet also, dieser Spannungspunkt zu diesem, ich will eigentlich alles, ich will mich ausdrücken zu, wie viel Individualität kann eine Gesellschaft tragen und brauchen, um zu funktionieren. Das ist so der Brennpunkt. Und meines Erachtens nach gibt es ja hundertprozentige Freiheit niemals. Jedenfalls nicht in der Materie, denn du wirst spätestens dann eingeschränkt und auch das sind saturnine Prinzipien durch die Zeit, das heißt durch deine Vergänglichkeit, durch dein Alter. Spätestens dann ist eine Grenze gegeben und deshalb kann man eine grenzenlose Freiheit so gar nicht definieren und auch nicht wirklich leben. Man kann allerdings sich mit den eigenen individuellen Einschränkungen natürlich beschäftigen und im eigenen Rahmen, im Rahmen der eigenen Vergänglichkeit, im Rahmen der eigenen Körperlichkeit, der eigenen Gesundheit natürlich Freiraum finden und sich mehr Freiheit erschaffen, wenn man so möchte. Und auch dazu ist, denke ich, dieser Vollmond so eine Einladung. Also das Prinzip Steinbock ist jetzt nichts Negatives, auch wenn sich jetzt das Gefühl nicht besonders wohlfühlt darin, es ist doch ein Regulativ, es ist doch eine nüchterne Buchhaltung über das eigene Empfinden und ist deshalb durchaus ein spannender Punkt. Wenn du Interesse hast, an dir selber zu arbeiten in dieser Zeit, dann kann ich dich nur einladen. Am 23. Juni habe ich in Linz live den Kurs Toxische Muster lösen und erkennen. Und ja, der findet noch statt. Es gibt noch letzte Plätze. Also wenn du möchtest, melde dich an. Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns demnächst wiedersehen, entweder hier auf YouTube oder live bei mir auf eine Sitzung. Aus dem wunderschönen Linz. Alles Gute, dein Oliver Arani. Tschüss.